In der Gemeinde Hartmannsdorf wurde am vergangenen Freitag wieder kräftig gefeiert. Am Nachmittag stand das alljährliche Schulfest auf dem Programm und am Abend der große Lampionumzug. Wie schon bei anderen Feierlichkeiten der Gemeinde war auch diesmal wieder ganz Hartmannsdorf auf den Beinen. In Hartmannsdorf ist der ländliche Zusammenhalt in der Bevölkerung schon für die Kleinsten etwas ganz Normales. Dazu gehört auch ein solches Fest. Schon seit Jahren ist das Kindergarten- und Schulfest wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in der Gemeinde. Wichtig ist dabei vor allem, dass die Kinder selbst etwas tun können und nicht nur passiv unterhalten werden. Es gab dieses Jahr sehr viele Stationen. Es gab 12 Stationen bei uns, was die Kinder absolvieren konnten. Sie konnten basteln, sie konnten malen, sie wurden geschminkt, sie konnten Wettspiele machen. Und am Ende gab es für jedes Kind auch einen schönen Preis. Das Kindergarten- und Schulfest wird in Hartmannsdorf seit knapp 10 Jahren gefeiert. Für den Erfolg einer solchen Veranstaltung ist es wichtig, dass alle Einwohner der Gemeinde gemeinsam an einem Strang ziehen. Sonst wäre eine solche Veranstaltung um vieles ärmer. Das beginnt schon bei den verschiedenen Preisen, die die Kinder an den einzelnen Stationen gewinnen konnten. Verschiedene Sachen, je nachdem. Spiel, Malsachen gab es, alles Mögliche. Was so gesponsert wurde, von einzelnen Firmen wurde gesponsert oder halt von manchen Mamas, die haben gesagt, sponsor was und das wurde dann verlost. Ins Leben gerufen wurde das Fest seinerzeit vom Förderverein der Einrichtung. Auf eine wesentlich längere Tradition, nämlich mittlerweile 60 Jahre, blickt der Hartmannsdorfer Lampionumzug zurück. Wie es mit diesem Lampionumzug seinerzeit einmal begonnen hatte, das weiß niemand mehr so ganz genau. Es ist irgendwo, hat sich das verwischt. Das ist aus der Grundschule dann mal entstanden. Früher war das ja eine polytechnische Schule, also bis zur 8. Klasse. Und irgendwann hat jemand gesagt, wir könnten doch mal unsere Wagen schmücken und die Kinder mit dem Lampion draufsetzen. Und dann ist es eine Institution geworden. Und es spielen natürlich auch alle Gespannfahrer mit. Das muss man, es ist ja nicht so, dass jetzt die, sag ich mal, vom Himmel fallen, sondern die Leute sagen, jawohl, wir machen mit, wir schmücken unsere Wagen. Das machen am besten auch die Kinder. Aber die Eltern machen mit und auch die Gespannsfahrer. Wer von außerhalb angereist war und wirklich nur einen Lampionumzug erwartet hatte, wurde von über einem Dutzend geschmückter Wagen überrascht. Ob nun vom Traktor oder von Pferden gezogen, jeder fand seinen Platz in einem der Gespanne und dann konnte der Umzug beginnen. Wobei die Bezeichnung Umzug nicht ganz richtig ist. Es handelt sich bereits zum 4. Mal um eine angemeldete Demonstration. Die Bürokratie hatte die Hartmannsdörfer zu diesem Schritt gezwungen. Aber Bürgermeisterin Nikolaus findet immer eine Lösung. Warum wird denn jetzt demonstriert? Kann man nicht einfach so einen Lampionumzug machen? Naja, könnte man schon, aber es gibt bestimmte rechtliche Vorschriften, die das eben, will ich jetzt mal, blockieren oder gegenteilige Auffassungen dann bei den Behörden verursachen. Ne? Und wir haben jetzt, sag ich mal, diese Möglichkeit gefunden, die auch genauso gut angenommen wird. Und wir halten uns natürlich an alle Vorschriften, die die Sache mit einhergehen lassen. Allein die Zahl der Teilnehmer zeigt, wie wichtig diese Traditionsveranstaltung für die Einwohner der Gemeinde mittlerweile ist. Allein bei den Kindern konnten knapp 200 Teilnehmer gezählt werden. Mit Erwachsenen zusammen wurde diese Zahl noch einmal deutlich überboten. Ja, na, also im Zentrum steht natürlich die Kindertagesstätte Gänseblümchen und die Grundschule. Es fährt aber auch eine 5. Klasse mit, die also aus dem Grundschulalter entwachsen ist. Es fahren natürlich auch Eltern mit, die Erzieher, Lehrer fahren mit. Aber das Dorf ist geschmückt und man lebt auch damit, mit dieser Tradition. Die meisten der Erwachsenen haben an diesem Lampionumzug schon selbst als Kind teilgenommen. Und die Kinder von heute werden irgendwann mit ihrem eigenen Nachwuchs begeistert mitfahren oder laufen.